Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute habe ich ein uraltes Rezept für euch und zwar Kirschmichel. Das wird aus alten Brötchen gebacken, ist super lecker und zeige euch die Zutaten dazu. Die Zutaten dazu sind erstmal 200 Gramm Weißbrot oder Brötchen. Ich hatte Brötchen vom Vortag, 5 Stück habe ich genommen. Die habe ich denn für dieses Rezept benutzt. Ich war richtig begeistert von diesem Rezept. Die Brötchen werden einfach in 700 Milliliter kalte Milch eingeweicht. Das muss dann wirklich so ungefähr 15 bis 20 Minuten ziehen. Ich liebe solche alten Rezepte. Dann brauchen wir 4 Eier, ein Glas Sauerkirschen, so ungefähr 150 Gramm Zucker. Und 125 Gramm weiche Butter. Zuerst wird die Butter mit dem Zucker cremig geschlagen. Dann gebe ich das Eigelb hinein und schlage es weiter. Und das Eiweiß wird dann mit einer Prise Salz steif geschlagen. Jetzt vermische ich das Eigelb mit dem Brot und werde dann nach und nach das Eiweiß unterheben. Wie schon erwähnt, bin ich ja richtig verrückt nach solchen alten Rezepten. Die finde ich richtig interessant und lecker. Was die Omis sich früher alles einfallen lassen haben, damit sie etwas Leckeres auf den Tisch bringen können. Ich denke mal, es gab auch nicht alles, was man zum Kochen oder Backen nehmen könnte. Da hat man alles verwendet, was man noch hatte. Finde ich richtig super. Dann brauchen wir noch ein Glas natürlich Sauerkirschen. Ich habe die Kirschen einfach abgesiebt. Wir brauchen nur die Kirschen. Saft könnt ihr anderweitig benutzen. Ich habe eine Auflaufform mit Butter bestrichen und werde das Brot mit den Kirschen jetzt darschichten. Ich nehme dann erstmal eine Schicht Brotmasse, dann kommen Kirschen und so werde ich dann immer abwechselnd fortfahren, bis ich alles verbraucht habe. So, jetzt kommt dann die letzte Schicht. Die letzte Schicht muss dann Brotmasse sein. Dann kommt das bei 200 Grad für 50 Minuten in den Ofen. Das wird dann mit Vanillesoße gegessen. In der Zwischenzeit bereite ich dann die Vanillesoße vor. Ich habe jetzt einen fertigen genommen, den man einfach mit kaltem Milch rühren braucht. Ihr könnt Vanillesoße natürlich auch zu Hause selber kochen. Nach 40 Minuten habe ich es aus dem Ofen rausgenommen und bestreue Mandelblätter und Zucker darüber. Am besten schmeckt das mit Braunzucker. Dann kommt das nochmal für 10 Minuten in den Ofen. Jetzt ist das raus aus dem Ofen. Ich habe dann Puderzucker darüber bestreut und werde euch mal zeigen, wie man das servieren kann. Ihr könnt das einfach mit einem Löffel abnehmen und darüber kommt dann die Vanillesoße. Das war richtig, richtig super lecker. Das wäre es dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss bis zum nächsten Video.